Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr helfen und ihr bekommt ganz versprochen jeden zweiten Tag ein neues Video von mir. Heute möchte ich euch mal wieder zeigen, was ich eingekauft habe. Ich war nämlich bei TK Maxx und bei KIKO und ich habe in beiden Läden nicht so wahnsinnig viel gekauft. Deswegen, ja, werde ich meine Einkäufe aus beiden Läden zusammenfassen zu einem Haul-Video, weil ein einzelnes Haul-Video zu jedem Laden, ja, das würde sehr, sehr kurz werden. Und deswegen, ja, gibt es jetzt mal wieder einen zusammengefügten Haul und ich möchte euch jetzt auch gleich zeigen, welche Produkte ich denn gekauft habe. Fangen wir mit den Sachen von TK Maxx an. Da habe ich einmal für meine Mama die echten Salzburger Mozartkugeln mitgebracht. Die liebt sie total von der Firma Mirabelle. Allerdings gibt es die sonst gar nicht mehr. Ich glaube, die Firma gibt es nicht mehr. Die hat die Produktion eingestellt. Und hier konnte ich ein ganz besonderes Schnäppchen machen. Die kosten bei TK Maxx normalerweise 3,79 € und die waren jetzt reduziert auf 2,50 €. Und ich glaube, da wird sich meine Mama mega drüber freuen, dass ich ihr noch eine Schachtel ergattern konnte. Dann habe ich noch was zu snacken mitgenommen, diesmal allerdings nicht für meine Mama, sondern für mich. Und zwar sind das die Fruity Snack Balls in der Geschmacksrichtung Obst und Nuss mit Orange. Die mag ich ziemlich gerne. Also TK Maxx hat, was Fruity Snack Balls angeht, eine ziemlich gute Auswahl manchmal. Also einmal, als ich da war, hatten die, glaube ich, 10 verschiedene Sorten. Jetzt hatten sie nur 2 verschiedene Sorten, aber glücklicherweise in Geschmacksrichtungen, die ich sehr, sehr gern mag. Einmal die hier mit Orange, die ich sehr, sehr gut fand. Und einmal noch mit Dattel, Mandel, Kokosnuss, Honig und Ginseng. Die schmecken sehr weihnachtlich. Die hatte ich mir auch schon mal gekauft und probiert und die fand ich sehr, sehr lecker. Also die schmecken halt wirklich wie irgendwie Weihnachtsgebäck. Und ich fand die Geschmacksrichtung sehr, sehr lecker. Okay, passt jetzt vielleicht jahreszeitlich nicht so besonders, aber schmeckt halt wirklich gut. Je Beutel hat das 2,99 € gekostet. Und dafür, dass die halt auch wirklich eine ganze, ganze Weile halten, kann man die sich schon mal mitnehmen. Die sind natürlich ein bisschen teurer als die Snackballs, die ich normalerweise bei Aldi kaufe. Aber dafür hat man halt auch mehr Auswahl, was Geschmacksrichtungen angeht. Und bei denen, die ich, beiden Sorten, die sie jetzt da hatten und von denen ich wusste, dass sie mir sehr, sehr lecker geschmeckt haben, habe ich mir jetzt noch mal eine Tüte gegönnt. Allerdings, ja, wollte ich jetzt auch nicht so krass zuschlagen, dass ich halt 4, 5 Beutel mitnehme, weil dafür sind sie dann doch etwas teurer, obwohl TK Maxx ist ja normalerweise für Schnäppchen bekannt. Aber naja, wie gesagt, ich will mich ja auch nicht irgendwie so mit so viel Snackballs irgendwie vollstopfen. Obwohl eigentlich schon, eigentlich will ich das. Aber ich bin vernünftig und tue das nicht. Ja, das waren die Essenssachen, die ich von TK Maxx gekauft habe. Und dann habe ich noch was für meine Haare gekauft. Und zwar, was mich unglaublich gefreut hat, nämlich das Arganöl. Mein absolutes Lieblingsarganöl für die Haare. Das liebe ich so sehr. Und manchmal hat man Glück, dass TK Maxx das hat, wenn ich da war. Und diesmal hatte ich mega Glück. Ich habe mir nämlich genau genommen 6 Flaschen mitgenommen. Das waren auch alle, die sie da hatten. Und weil ich halt weiß, dass sie das unglaublich selten da haben, ich hatte das, als ich es entdeckt habe, mir einmal mitgenommen. Dann hat es mir super gut gefallen, dass ich bei allen Einkäufen bei TK Maxx immer geschaut habe, ob dieses Arganöl nochmal da ist, weil ich es mir unbedingt nachkaufen wollte, weil es meinen Haaren so gut tut, dass ich dachte, ich brauche auf jeden Fall ein Backup. Dann habe ich halt monatelang dieses Produkt nicht mehr bei TK Maxx gefunden, hatte dann bei einem Einkauf mal wieder eine Flasche gekauft, auf die ich mich natürlich sofort gestürzt habe. Und jetzt habe ich 6 Flaschen im Regal stehen sehen und habe mir natürlich gleich alle 6 Flaschen unter den Nagel gerissen, einfach weil es dieses Produkt super selten gibt bei TK Maxx und ich das so hart feiere und liebe, dass ich jetzt auf jeden Fall, ich denke mal so für die nächsten 2 Jahre jetzt Arganöl für meine Haare habe. Ein Fläschchen kostet 6,99 € im Originalpreis 11 €, also ist schon reduziert, ist natürlich trotzdem vergleichsweise teures Pflegeprodukt für die Haare, aber da ich weiß, wie gut es meinen Haaren tut und wie toll die sich danach anfühlen und wie gepflegt die sind, habe ich mir das auf jeden Fall mal gegönnt. Und wenn ich dann schon mal die Gelegenheit hatte, mir einen größeren Vorrat von diesem fantastischen Haarpflegeprodukt zuzulegen, habe ich natürlich auch gleich zugeschlagen. Und jetzt
6 Flaschen als Backup von diesem wunderbaren Arganöl hat mich mega gefreut. Ich war richtig happy, als ich aus dem Laden gegangen bin, dass ich jetzt halt einfach mal echt einen größeren Vorrat habe. Wenn ich irgendwie mal wieder bei TK Maxx bin und die haben da ein, zwei Fläschchen, würde ich die wahrscheinlich trotzdem mitnehmen, weil ja, okay, ich habe jetzt einen gewissen Vorrat, aber ich werde das Produkt, wenn es geht, so lange wie nur irgendwie möglich benutzen, weil es einfach so gut für meine Haare ist, dass ich ja praktisch gar nicht genug davon bekommen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Das waren auch schon meine Einkäufe, die ich bei TK Maxx getätigt habe. Dann bin ich auch noch in die Filiale von Kiko gegangen, weil ich mal wieder schauen wollte, was haben die denn da so? Gibt es irgendwelche besonders coolen Sachen aus Limited Editions oder irgendwelchen Saison Editions und so weiter? Da habe ich tatsächlich nicht wirklich was gefunden. Da gab es auch einige schöne Produkte, aber ich dachte so, brauche ich eigentlich nicht wirklich. Da irgendwas war immer dran, wo ich dachte so, nee, nimmst du die nicht mit? Aber aus den ständigen Produkten von Kiko habe ich dann doch einige Sachen gefunden, die ich mir mitgenommen habe. Und ich habe auch schon einige, ich habe die Produkte bis auf eins ja schon ausprobiert, weil ich euch auch gerne berichten wollte, wie mir die Produkte gefallen, ob ich sie euch empfehlen kann oder ob es vielleicht Kritikpunkte daran gibt. Da werde ich euch natürlich gleich mehr dazu empfehlen. Das eine Produkt, das ich noch nicht ausprobiert habe, ist dieser Nagellack in diesem wunderschönen schimmernden Perlmuttweiß. Also ihr seht das wahrscheinlich so, wenn ich die Farbe drehe, wie schön dieser Nagellack schimmert. So einen Nagellack habe ich tatsächlich bisher noch gar nicht. Ich habe den gesehen und dachte so, wow, das sieht auf den Nägeln bestimmt richtig, richtig schön aus, wenn die so richtig schön schimmern. Ich weiß gar nicht, ob die Farbe einen Namen hat. Sehe ich jetzt nicht, aber ja, die erkennt man auf jeden Fall wieder. Gefällt mir wunderschön, werde ich auf jeden Fall demnächst austesten und das werdet ihr dann wahrscheinlich in einem der nächsten Videos sehen, wenn ich den Nagellack aufgetragen habe, wie gut er denn wahrscheinlich auch auf den Nägeln wirken wird, hoffe ich zumindest. Also ich habe sehr, sehr viel Hoffnung für diesen Nagellack, der hat 2,50 € gekostet, ist auf jeden Fall auch ziemlich günstig. Also bei den Preisen beim Nagellack mit Kiko kann man auf jeden Fall überhaupt nicht meckern. Die sind halt wirklich preislich sehr, sehr erschwinglich. Dann habe ich mir noch ein paar andere Produkte mitgenommen und zwar einmal ja, ein Lippenprodukt in der Farbe 01 Metal Liquid Lip Color. Das hat mich total interessiert. Das ist so ein, ja, so eine Lipgloss mit einem super metallischen Schimmer drin. Könnt ihr wahrscheinlich so ein bisschen erkennen, wenn ich das hier so im Licht drehe. Das habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert. Das ist halt wirklich richtig schön schimmernd metallisch auf den Lippen. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht ein bisschen besser antrocknet, so wie ein Liquid Lipstick und länger haltbar ist. Ist tendenziell aber eher wie ein Lipgloss. Also nicht ganz so klebrig und ja, kurzlebig von der Dauer her. Also es hält schon ein paar Stunden, aber da muss man doch tatsächlich irgendwann mal nachschminken. Ist auf jeden Fall nicht so lang anhaltend wie ein Liquid Lipstick. Gefällt mir aber sehr, sehr gut. Also die Farbe ist sehr dezent zurückhaltend. Seht ihr ja, ist so ein, ja, so ein Roséton. Und die Schimmerpartikel da drin sind auch super, super schön. Also mag ich sehr dieses Produkt. Ich hatte halt gehofft, dass es noch ein bisschen langanhaltender ist, aber ansonsten kann ich über dieses Produkt absolut nichts Negatives sagen. Die Farbe ist schön, der Schimmereffekt ist schön, lässt sich gut auftragen, zieht keine Fäden, also klebt nicht unangenehm auf den Lippen. Ist halt richtig, richtig schön, dieses Produkt. Das war auch gar nicht so teuer. Das hat 8,99 € gekostet, ist natürlich nicht super billig, wie jetzt zum Beispiel aus der Drogerie, wo man ja durchaus für die Hälfte oder ein Drittel dieses Preises auch Lippenprodukte bekommt. Aber ich finde, für den schönen Schimmereffekt und die tolle Farbe kann man halt auch 8,99 € definitiv bezahlen. Also ich fand es absolut in Ordnung vom Preis her und die Farbe und das Produkt an sich gefällt mir auch richtig gut. Den Kritikpunkt, den ich habe, nämlich die fehlende Langlebigkeit, kann ich definitiv nicht bei diesem Produkt bemängeln. Das ist nämlich ein Liquid Lipstick in der Farbe 112 Unlimited Double Touch Liquid Lipstick. Der hat ebenfalls 8,99 € gekostet und ist praktisch so ein klassischer Liquid Lipstick. Einmal hier die Farbe, die man sich aufträgt, dann lässt man die antrocknen und legt dann mit dem, ja, Pflegeprodukt, dem Topcoat nach.
Habe ich jetzt auch schon ein, zweimal verwendet. Auch hier ist in dieser Farbe ein leichter Schimmer drin. Also nicht so stark wie in dem anderen Produkt, das ich euch gerade gezeigt habe. Aber man sieht auch so leichte Schimmerpartikel. Der Ton ist ein bisschen mehr in Richtung Aprikot, also ein bisschen frischer, ein bisschen farbintensiver. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Mag ich sehr. Habe ich aufgetragen, antrocknen lassen, so ein paar Minütchen, habe dann das Produkt, den Topcoat aufgetragen und das hat tatsächlich auch so 8, 9 Stunden gut gehalten. Also auf der Beschreibung stand, dass 8 Stunden garantiert sind und das kann ich tatsächlich auch so bestätigen. Ich habe zwischendurch auch was gegessen, was getrunken. Das Produkt hat trotzdem sehr, sehr gut gehalten und ich fand es auch wirklich schön, dass die Farbe halt nicht so krass intensiv ist. Ich habe ja viele Liquid Lipsticks, die wirklich von der Farbe richtig reinhauen, also wirklich sehr intensiv sind, einen Look auch durchaus dominieren können. Ist bei dem hier nicht so. Das ist wirklich eine schöne, zurückhaltende Nude-Farbe. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt heute mehr Fokus auf meine Augen legen oder allgemein einen eher unauffälligen Look schminken, dann ist es genau das richtige Produkt und dann hält die Farbe auch noch super lange. Und die Lippen, finde ich, fühlen sich danach auch nicht so irgendwie unangenehm und ausgetrocknet an. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lippenprodukt, das mir super gut gefallen hat und das ich mir wahrscheinlich auch in anderen Farben kaufen würde. Oder wenn das irgendwann leer ist, würde ich es mir auch nachkaufen. Mir hat es auf jeden Fall bei allen Anwendungen, die ich bisher damit hatte, sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich mir noch eine Foundation mitgenommen. Und zwar ist das die Insta Moisture Foundation mit dem Lichtschutzfaktor 25 in der Farbe 1R. Also eine sehr, sehr helle Foundation. Da muss ich auch tatsächlich auch noch die Verkäuferin in dem Kiko Store loben, weil ich fand, das Licht in dem Store war halt ein bisschen zu schummerig für mein Verständnis. Und da habe ich dann die Verkäuferin gefragt, ob sie mich kurz beraten kann, ob sie meint, dass das die richtige Farbe für mich ist. Und sie war wirklich super freundlich, hat mich total nett beraten, hat dann gesagt, so, ja, probieren Sie dieses nochmal, was halten Sie denn davon? Wie ist denn Ihre Haut dann? Wie verändert die sich im Sommer und alles Mögliche? Die hatte wirklich Ahnung von den Produkten und hat mir dann letztendlich die Farbe 1R empfohlen. Und das ist auch ein absolutes Farbmatch. Also da hat sie mich sehr gut beraten, hat genau die richtige Farbe rausgesucht. Also ich sag mal, über die Beratung bei Kiko kann ich mich sowas von überhaupt nicht beschweren. Also die Verkäuferin, die mit mir gesprochen hat, war super informiert, super freundlich, total hilfsbereit. Also absolut top. Also kann ich mich überhaupt nicht drüber beschweren. Im Gegenteil, kann ich sie echt nur loben und ich hoffe natürlich, dass alle anderen Verkäuferinnen bei Kiko genauso freundlich und kompetent sind wie sie, weil das war schon wirklich absolute Top-Beratung, kann ich nicht anders sagen. Ja, das ist die Foundation, kommt in so einer Glasflasche daher mit klassischen 30 Millilitern. Gefällt mir natürlich sehr, sehr gut, dass ein Lichtschutzfaktor mit drin ist. Also ich habe natürlich auch in meiner Tagespflege schon einen Lichtschutzfaktor. Aber ich denke mir, Schutz vor der Sonne kann man eigentlich nie genug haben. Deswegen finde ich ganz gut, dass man den Schutz dann sozusagen ein bisschen aufbauen kann. Durch die Tagespflege dann noch die Foundation mit einem zusätzlichen Lichtschutzfaktor. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Farbe ist super toll, super passend. Die Foundation an sich gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also sie ist sehr, sehr flüssig. Also muss man dann halt auch auf die Haut aufgeben und kann sie dann mit einem Pinsel oder mit einem Blender verteilen. Weil wenn man die auf den Pinsel aufgibt, dann sackt die sofort in den Pinsel ein und ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Deswegen, ja, ist halt so eine sehr, sehr flüssige Foundation. Ich habe auch das Gefühl, dass die Foundation meine Haut während des Tragens sehr, sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt und auch schön lang anhalten ist und einen schönen Glow gibt. Also die Foundation gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich würde sie so ein bisschen vergleichen mit der HD Liquid Coverage Foundation von Catrice. Also würde ich so in die Richtung gehen, dass sie so ist von die Deckkraft ist, glaube ich, ein bisschen geringer als bei der Catrice Foundation, aber sie hat auf jeden Fall einen schönen, natürlichen Look auf der Haut, also wie die eigene Haut nur ein bisschen besser, plus halt Lichtschutzfaktor, plus halt, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Haut wird die ganze Zeit gut mit Feuchtigkeit versorgt. Der einzige Minuspunkt ist so ein bisschen. Ich habe das jetzt schon sauber gemacht, aber vielleicht könnt ihr es so ein bisschen sehen, dadurch, dass die Foundation so super flüssig ist, die kommt halt hier raus. Und man ein paar Pumpstöße gibt, dann fließen die Reste von der Foundation hier immer runter. Und auf jeden Fall sollte man nach jeder Verwendung dann hier den Pumpkopf sauber machen, weil wenn man das denn vergisst und antrocknen lässt, dann kann es sein, dass die Flasche halt irgendwann total versaut aussieht. Also ich glaube, das ist einfach. Ich habe den Deckel fallen lassen.
Ich heb den nachher einfach auf. Ich bin gleich durch. Ich werde jetzt nicht anfangen, auf dem Boden hier rumzukrauchen. Ja, auf jeden Fall, wenn man das vergisst und antrocknen lässt, dann sieht die Foundation bestimmt irgendwann nicht mehr so schön aus. Und das, ja, würde bei dem eigentlich sehr, sehr schönen, edlen Tiegel, der natürlich nicht so. Nee, ist kein Tiegel, ist eine Flasche mit Pummelkopf. Tiegel ist mehr so ein Cremetiegel. Das ist die richtige Bezeichnung. Ja, ansonsten gefällt mir die Foundation sehr gut. Von der Handhabung, ja. Bisschen schwierig, weil sie halt eben so flüssig ist. Aber wenn man das weiß und damit umgehen kann und dann gleich nach der Verwendung ja, den Pumpkopf sauber macht, dann kann man auf jeden Fall auch damit wirklich gut umgehen. Die Foundation war nicht ganz billig. Sie hat 14,99 € gekostet. Aber ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Inhalt. Deswegen finde ich, ist das auch ein Produkt, das den Preis wert ist. Das letzte Produkt, das ich euch zeigen möchte, mit dem bin ich super zufrieden. Das habe ich jetzt schon mehrfach verwendet. Und zwar ist das der Face Make-up Fixer. Da sind 75 Milliliter drin, hat 7,99 € gekostet und wow, gefällt mir das Fixing Spray gut. Ich habe ja aktuell in Verwendung das Fixing Spray von Morphe und dadurch, dass mir das schon so wahnsinnig gut gefällt, das ist halt so ein bisschen wie so ein Haarspray mit so einem ganz, ganz feinen Sprühnebel. Also nicht mit diesem spritzigen Fixing Spray, was man sonst von vielen anderen Firmen hat, sondern es ist ein super feiner Nebel, der sich halt super toll auf die Haut legt und sehr gleichmäßig ist, halt keine intensiven Spritzer auf der Haut hinterlässt. Und das ist ganz, ganz ähnlich. Ich kann das hier nochmal zeigen. Also, ihr seht wahrscheinlich nicht wirklich was von dem Sprühnebel und das ist praktisch sofort trocknet. Sobald es auf die Haut aufträgt, man hat erst so ein ganz leichtes, feuchtes Gefühl für wenige Sekunden, aber das trocknet sofort und hinterlässt dann so ein wunderschönes, leichtes, fast pudriges Finish. Also das ist so ein gutes Fixing Spray. Ich war so krass begeistert, als ich das zum ersten Mal verwendet habe. Es hält auch das Make-up richtig, richtig krass fest. Also ich bin mega begeistert davon. Und wenn ich das nächste Mal bei Kiko bin, würde ich mir das auf jeden Fall ein, zweimal nachkaufen, weil es mir so gut gefällt. Also das ist vom Sprühnebel und von der Haltbarkeit wie auf der Haut ganz genauso gut wie das von Morphe. Und davon bin ich ja auch schon krass begeistert. Es ist halt einfach nur ein bisschen günstiger als das von Morphe. Das ist natürlich ein Vorteil, aber ansonsten ein mega krasses Produkt. Ich bin total begeistert. Also falls ihr das irgendwie bekommen könnt, kann ich es euch wirklich total empfehlen. Das ist eins der besten Fixing Spray, das ich bisher so verwendet habe. So, das waren meine Einkäufe von Kiko und TK Maxx. War dieses Mal gar nicht so viel, also ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Ich bin nicht so eskaliert, obwohl ich bin ein bisschen eskaliert bei dem Arganöl, aber das musste ich halt einfach mitnehmen, weil ich dieses Haarpflegeprodukt halt einfach so sehr liebe. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß bei dem Video und ich konnte euch vielleicht den ein oder anderen guten Tipp geben, was ihr euch vielleicht auch mal besorgen könnt, wovon ich sehr begeistert bin. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Ramis.